Willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal und herzlich willkommen, wenn ihr neu seid. In dieser kleinen Videoreihe möchte ich euch drei verschiedene Planungstools vorstellen. Als allererstes möchte ich heute mit Strava starten, aber bevor wir lange quatschen, fangen wir einfach direkt an. Ja, das Strava Planungstool ist ein Bestandteil des Premium-Pakets von Strava. Das heißt, ihr könnt es nur nutzen, wenn ihr auch wirklich dann Premium-Mitglieder seid. Ich habe zu dem Ganzen auch ein Video gemacht, kostenlos versus Premium. Ich würde euch das Ganze dann hier mal verlinken, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen, was da der Mehrwert ist. Ja, wenn ihr die Strava-Seite aufruft, dann seht ihr schon, es gibt hier eine Übersicht, die ihr auch aus dem kostenlosen Bereich kennt. Und da gibt es den Bereich Entdecken. Und hier gibt es dann die Rubrik Erstelle eine Route. Da gehen wir mal direkt rein. Und hier würdet ihr jetzt als kostenloses Mitglied einen Verweis darauf bekommen, dass ihr doch da ein bisschen was bezahlen sollt, damit ihr das nutzen könnt. Als allererst möchte ich euch mal kurz erklären, was ihr überhaupt alles einstellen könnt in dieser Routenplanung. Wir sehen jetzt hier auf der linken Seite, kann ich für drei Bereiche was planen. Das eine wäre zum Beispiel Radfahren, Laufen oder Spazieren gehen. Das heißt also, beim Radfahren wird gar nicht unterschieden zwischen Mountainbike, Gravel und Tourenfahrrad, sondern Radfahren allgemein. Dann habe ich das normale klassische Laufen. Auch da gibt es keinen Unterschied zwischen Trail und Laufen. Es gibt ja manche Programme, die das unterscheiden. Und dann noch spazieren gehen oder wandern wahrscheinlich in dem Sinn. Dann kann ich noch sagen, den beliebtesten folgen. Wenn ich dann jetzt sage, hier, ich plane einen Weg, dann nimmt das sich die Heatmap und navigiert halt an den beliebtesten Strecken. Wenn ich jetzt aber sage, auf den direkten Weg, dann geht er, wie er schon sagt, auf den direkten Weg und ich habe es querfeldein durch, schnell und fertig. Dann gibt es hier noch die Möglichkeit, die Steigung zu ändern. Also wenn ich sage, ich möchte hier Maximalsteigung haben, dass wenn ihr jetzt bei der Optimierung der Route oder wenn ich Wegpunkte angebe, würde dann einfach die maximale Steigung nehmen. Ich habe dann die Möglichkeit, auch die minimale Steigung zu nehmen oder die beliebige Steigung. Also dann wird einfach variabel das Ganze gemacht. Wenn ich den manuellen Modus aktiviere, dann bekomme ich hier auch eine Warnung angezeigt. Im manuellen Modus folgt der Weg deiner Route nicht länger der Straße oder Wegverlauf. Beziehungsweise beliebtes und Höhenauswahl werden deaktiviert und Distanzensteigerungen können für manuelle Bearbeitung grob geschätzt werden. Das werden wir jetzt einfach mal deaktivieren. Dann gibt es noch die Möglichkeit, eine persönliche Heatmap zu aktivieren. Das heißt, hier seht ihr jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel die blaue kurz rausmache, dann seht ihr jetzt hier in dem orangenen Bereich, das ist immer der Weg, um den ich mich so bewege. Viel spannender an der Stelle finde ich dann die globale Heatmap und diese Heatmap unterscheidet sich auch deutlich von der Aktivität, die ich auswähle. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Radfahren auswähle, das sieht man jetzt nicht so ganz so gut. Ich switche nochmal hin und her. Also man sieht hier beim Laufen ist deutlich, wenn man im oberen Bereich hier schaut, wenn man jetzt mal einfach hier sich drauf fokussiert und ich das jetzt auf Radfahren stelle, dann sieht man hier, nimmt es ein bisschen ab. Also hier gibt es weniger Fahrradstrecken. Und so habe ich dann die Möglichkeit, anhand der Heatmap so meine Route auszusuchen, wo ich sagen kann, okay, hier fahren viele Leute, das muss nicht schlecht sein, da hier viele Leute fahren und so kann ich dann entsprechend meine Routen planen. Dann kommt eigentlich auch schon der Punkt, was die Stärke von diesem Planungstool ist, wofür ich sage, dass es eigentlich am besten geeignet ist, ist tatsächlich Segmentanzeige. Wenn ich das jetzt auswähle, dann sehen wir jetzt hier schon ploppen da ein paar Segmente auf. Ich habe jetzt die Segmente fürs Radfahren. Wenn wir das Ganze jetzt hier mal mit dem orangenen Knopf mit Segmente dieser Gegend aktivieren, aktualisieren, dann bekommen wir hier, jetzt haben wir hier oben zum Beispiel ein Segment angezeigt bekommen, oder hier oben, ganz blass sieht man das jetzt, bekomme ich die entsprechenden Segmente angezeigt. Wenn wir noch ein bisschen weiter reingehen, sieht man das. Das ist leider sehr, sehr blass. Ich werde jetzt mal einfach ganz kurz was vorspringen. Also man kann hier auch die Maps auswählen. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Satellit, Hybrid, Hell, Dunkel und Winter. Ich werde jetzt einfach mal die dunkle Map auswählen. Dann sieht man jetzt hier ganz gut die einzelnen Segmente, die es jetzt hier gibt. Das ist jetzt alles fürs Radfahren. Und wenn ich das Ganze jetzt fürs Laufen mache, dann seht ihr schon, springt es um, dann ändern sich die Segmente, weil beim Laufen haben wir ja andere Segmente als jetzt zum Beispiel beim Radfahren. Was dann noch eine, ja, was ich gerade vorweggegriffen habe, es gibt dann noch verschiedene Karten. Also wir haben einmal die ganz normale Standardansicht, das ist die erste Karte, die wir jetzt gesehen haben, wo dann auch Höhenlinien drin sind, die Segmente zu erkennen und so das Grobe alles. Dann habe ich noch die Möglichkeit, ein Satellitenbild zu nehmen, dass ich mir vielleicht die Gegend schon mal angucke, wie es da aussieht von oben. Also oft hilft es ja auch mal so ein bisschen, um das ein bisschen zu erkunden, wenn jetzt ein Steinbruch zum Beispiel in der Nähe ist oder andere Sehenswürdigkeiten. Dann habe ich noch die Möglichkeit, eine Hybridkarte zu machen. Dann habe ich so eine Straßen-Satellitenkarte.
Dann habe ich noch die Möglichkeit, eine helle Karte zu machen. Finde ich persönlich jetzt aber nicht so hilfreich. Dann habe ich noch die dunkle Karte, die wir gerade eben schon gesehen haben. Ist halt wirklich dann, wenn man was als Kontrast sehen muss. Und als gutes Letztes gibt es dann noch eine ganz normale Winterkarte. Das ist ja so ein bisschen, ja, Höhenprofil mit Winter. Also so wie man es halt quasi aus den Wanderkarten kennt, beziehungsweise aus den Skikarten, wenn man im Skigebiet ist. Ich werde jetzt für die Planung einfach mal die Standardkarte wählen und ich werde jetzt einfach mal hier eine Radtour wählen und entsprechend eine Radtour planen. Für meine Planung, die ich jetzt mache, werde ich einfach mal die beliebtesten Folgen, also die beliebtesten Strecken, dann eine beliebige Steigung, dass wir ein bisschen Mischung drin haben. Ich werde das Ganze fürs Radfahren machen und eine beliebige Belagsart. Also man kann hier dann auch noch, das habe ich jetzt ganz vergessen, Schotter kann man bevorzugen oder asphaltische Beläge bevorzugen. Ich werde jetzt mal einfach Schotter bevorzugen. Ich mache das Ganze jetzt mal mit dem Mountainbike und ich werde mir dann noch die Heatmap anschalten und einfach mal so gucken, was entsprechend hier zu empfehlen ist. Eigentlich habe ich ja auch schon eine kleine Kritik an der Stelle und zwar die Kritik ist die, ich habe jetzt hier mich mal in den Mille Bocos bin ich mal reingegangen und ich weiß, dass hier eigentlich Trails laufen. Diese sind hier aber gar nicht auf der Karte gekennzeichnet. Also es ist egal, welche Karte ich mir hier anschaue. Es sind zwar hier diese gestrichelten Linien dabei, aber ich habe keinerlei Informationen über die Trails. Also ich sehe jetzt nicht, ist es jetzt ein S1, S2 oder S3 Trail, um nur vorweg zu sagen, diese Trailnummern sagen an, wie stark oder wie schwer ein Trail ist. Und ja, die Information fehlt mir hier gänzlich, weil ich weiß, hier gibt es verschiedene Schwierigkeitsgrade. Man kann sich natürlich denken, wenn jetzt natürlich hier ein Trail quasi direkt gerade runter geht an den Höhenlinien, dass das jetzt vielleicht nicht der einfachste Trail ist. Aber dennoch, ich weiß, dass diese Informationen gibt. Auf Open Street Cycle Map gibt es diese. Und da bekomme ich die angezeigt. Das finde ich natürlich hier ein bisschen schade. Gerade weil ich jetzt hier im Radfahrbereich bin und ich bin ja hier jetzt auf einer Sportseite. Das ist jetzt nicht irgendwie eine, ja, Wandertourseite oder sowas. Das ist ja wirklich hier für Sportler gemacht. Und das vermisse ich tatsächlich an dieser Stelle. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an und starten. Ich nehme jetzt als Startpunkt hier den Bahnhof in Zwingberg. Dafür muss ich einfach nur mit der Maus hier das anklicken mit der linken Taste und dann bekomme ich hier den grünen Punkt gesetzt. Dann sage ich einfach mal, als Ziel hätte ich hier gerne den Mille Bocos. So, und dann sehen wir jetzt schon, er würde mir jetzt hier direkt eine Strecke zum Mille Bocos machen. Also wirklich hier geradeaus hoch. Also direkter geht es schon gar nicht mehr. Jetzt können wir das Ganze vielleicht mal verändern. Wir sagen jetzt einfach mal hier minimiere Steigung und dann sehen wir jetzt hier schon, er berechnet es direkt um und führt den Weg jetzt hier über Schotterpiste direkt hier an der minimalsten Stelle vorbei. Wir können uns das Ganze auch noch mal im Höhenprofil anschauen. Also jetzt sehen wir hier ein leicht steigendes Höhenprofil. Und wenn ich jetzt hier sage Steigung maximieren, dann sehen wir hier in dem geraden Bereich geht es dann doch deutlich steiler hoch. Das wäre jetzt die Möglichkeit gewesen, hier zu sagen, ich plane direkt auf den Mille Bocos hoch. Ich kann das Ganze jetzt auch noch mal zurücksetzen. Und dann kann ich auch sagen, na, wir löschen es einfach, kann ich sagen, ich möchte zum Beispiel jetzt auch eine Strecke einzeln planen. Also das heißt, ich möchte Schritt für Schritt das planen. Das kann ich natürlich auch machen. Dann gehe ich hier mit der linken Maustaste, drücke ich hier auf den Bahnhof. Dann sage ich jetzt zum Beispiel, ich möchte jetzt hier in dem Bereich, und wir blenden uns mal die beliebteste Karte ein, sehe ich jetzt hier, okay, hier ist es scheint es wohl relativ beliebt zu sein. Dann möchte ich hier hochfahren. Also ich muss es immer mit der linken Maustaste bestätigen. Hier hoch. Und dann sehe ich jetzt hier schon, gibt es ein Segment. Okay, das fängt hier unten an. Dann können wir halt einfach nochmal hier zurückgehen. Wir fahren mal einfach zu dem Segment. Sagen wir hier starten an dem Segment. Dann können wir hier uns rechts hier Details zu dem Segment anschauen. Dann geht hier die Seite auf und dann sehen wir jetzt hier schon, der Startpunkt hoch zum Mille Bocos. Ich bin das Segment zum Beispiel noch gar nicht gefahren. Das sehen wir jetzt hier an der Seite, dass ich hier noch gar nicht gefahren bin. Hier kann man sich das Profil des Segmentes anschauen und auch entsprechend, welche Zeiten gefahren worden sind. Jetzt wäre es natürlich schön, dass man sagen könnte, hier, ich wähle das Segment aus und werde es entsprechend ja, verwenden, beziehungsweise gleite mich da hoch und dann kann ich ab da weiter planen, weil ich werde das Segment fahren. Das wäre leider zu naheliegend. Also ich hätte es als Programmierer das so programmiert. Es gibt leider nicht die Möglichkeit zu sagen, hier mit irgendeiner Tastenkombination und so weiter und so fort, zu sagen, hier, ich wähle das Segment aus. Zumindest ist mir nichts bekannt. Ich habe schon alles Mögliche im Internet nachgeguckt. Ich habe nichts gefunden, was in der Form ist. Ich habe auch Tests gelesen, da steht es so ähnlich drin. Also ich konnte nichts finden, dass man das auswählen kann. Und für mich ist ja eigentlich die Stärke von diesem ganzen Planungstool ist tatsächlich diese Segmente.
was muss ich jetzt machen? Ich muss jetzt wirklich jeden einzelnen Punkt hier mit der linken Maustaste einmal abklicken. So, dadurch, dass diese Segmente erfahren werden durch GPS-Tracking, also ich habe dazu auch mal ein Video gemacht, wie das Ganze funktioniert, wie man ein Segment erstellt, da wird es nochmal erklärt. Ich verlinke euch das hier oben. Da sehen wir auch, dass wir eine gewisse Abweichung haben. Ne? Der Ernst-Ludwig-Promenade, die geht hier gerade hoch, aber das Segment erstellt hat, dem sein GPS-File weicht davon ab. Das heißt also, ich muss jetzt hier tatsächlich reinscrollen und hier jetzt sieht man auch schon, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Man kann übrigens auch nicht so einfach die ganzen Punkte verschieben. Also man kann es jetzt theoretisch, wenn es hier falsch wäre, könnte ich auf den Punkt klicken mit der rechten Maustaste und kann sagen, also mit der rechten Maustaste klicken, dann kann ich den Wegpunkt löschen. Also ich drücke immer mit der rechten Maustaste, Wegpunkt löschen, das ist möglich. Aber so muss ich jetzt wirklich das ganze Segment hier tatsächlich Schritt für Schritt abklicken. Und wir sehen schon, ich habe jetzt eigentlich nur auf den Weg geklickt und trotzdem springt das immer hier rüber. Und wir können hier ganz gut erkennen, also er scheint hier hochzufahren, oder RCS ist hier hochgefahren und hat hier diesen Bogen gefahren, aber das Segment sieht hier, wie man sieht, ganz, ganz wirr aus, weil hier nämlich die GPS-Daten das entsprechend wahrscheinlich durch den Wald so ein bisschen verzerrt haben. So, jetzt habe ich mich einmal durch das Segment geklickt und es ist wirklich, ja, ein bisschen mühselig, da sich jetzt durch dieses Segment zu klicken, weil man immer einerseits hier die, also ich habe jetzt mich anhand der blauen Linie in der Heatmap auch ein bisschen orientiert, einerseits habe ich den Weg und andererseits habe ich das Segment und man sieht ja hier, das ist ein ziemliches Durcheinander und ja, man muss hier entsprechend den Weg raussuchen, welcher das ist, finde ich jetzt so ein bisschen semi-toll. So, und dann sehen wir jetzt auch hier schon wieder den Bereich. Also die Karte ist nicht so genau, dass hier zum Beispiel eine Wolke runtergeht und ich weiß auch, dass hier Wege laufen. Also man sieht auch hier wieder, hier ist ein Weg, aber dieser Weg ist halt entsprechend hier nicht hinterlegt. Man kann jetzt zwar hier reinklicken, aber man sieht, er springt dann hier rüber und ja, er blendet dann so gewisse Wege aus. So, machen wir mal eine längere Tour, fahren hier noch lang, dann da lang und dann lasse ich mich einfach mal zum Bahnhof gleiten. Ich habe es jetzt absichtlich ein bisschen hier beschleunigt, um das jetzt nicht künstlich in die Länge zu ziehen. Ja, aber was sehen wir denn jetzt alles hier? Also es gibt hier unten einen Bereich, das heißt jetzt hier ist links unten dieses Radfahren. Ich habe jetzt eine Tour von 21,64 Kilometer. Höhenmeter, Zunahme sind 795, 603 ist der Höhenunterschied, den wir haben. Dann ungefähre Dauer ist 1 Stunde 26 für die Strecke. Auch hier habe ich jetzt nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, wie zum Beispiel bei Komoot, da kann ich ja sagen, ich bin sportlicher, nicht so sportlich und so weiter. Dann verändern sich die Zeiten. Ich habe jetzt hier nicht die Möglichkeit dazu. Also wenn ich gerade weiß, okay, es mag vielleicht auf mich jetzt abgestimmt sein, aber ich mache jetzt mir jemanden Tour, der vielleicht ein bisschen langsamer ist als ich und dann könnte man das Ganze ein bisschen zurückdrehen. Oder ich möchte einfach mal eine gemütliche Tour machen und will aber trotzdem ungefähr wissen, wie lange das dauert, habe ich jetzt keine Möglichkeit, hier irgendwie in irgendeiner Form das zu verändern. Dann sehe ich noch die Belagsarten. Die sind auch sehr, ja, rudimentär. Und da sehen wir jetzt hier einmal dieses orange gefüllte Bereich. Das ist alles, was Asphalt ist. Dann haben wir orange gestrichelt. Das ist jetzt hier zum Beispiel in dem Fall Schotterweg. Aber ich weiß auch, dass da einige Trails sind, wo dann auf Erde oder auf Waldboden fährt. Da gibt es auch keine Unterscheidung. Das habe ich jetzt zum Beispiel bei Komoot wieder, dass ich da sehen kann, okay, welche Wegbeschaffenheiten habe ich da überhaupt. Und als allerletztes gibt es noch den Bereich mit weißen Linien, also so, ja, genau. Da ist es unbekannt, da ist der Weg einfach unbekannt, da sind keine Kartenmaterialien hinterlegt. Oder dann kann ich mir das Ganze auch nochmal im Höhenprofil anschauen. Ich kann dann gucken, wie hoch die Steigung ist. In dem Fall, was ich jetzt habe, sind 10,7% auf der Höhe 209 Meter. Bei der Distanz von 3,47 Kilometer und die Begebenheit ist Asphalt. Und so kann ich mir das Ganze angucken, wie hier die Begebenheiten sind. Hier habe ich nochmal eine Statistik bei den Begebenheiten oder Belagsarten, dass 39% der Strecke Asphalt sind, 50% davon sind Schotter und 11% sind unbekannt. Dann kann ich die ganze Strecke speichern und kann das Ganze jetzt nämlich einfach mal Testtour. Dann speichern wir das Ganze mal unter Testtour. Wenn ich gespeichert habe, bekomme ich dann nochmal einen kleinen Überblick. Was natürlich schön ist, ich bekomme dann alle Segmente angezeigt, auf denen ich mich befinde. Ich kann dann, wenn ich hier ein Sternchen setze, dann werden die entsprechend, wenn ihr zum Beispiel Garmin habt, werden die entsprechend aufs Edge und auf die Phoenix oder auf alle Uhren, die Segmente unterstützen, entsprechend hochgeladen. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, das könnt ihr euch gerne mal anschauen, wie das Ganze mit den Segmenten bei Garmin funktioniert.
Das ist jetzt zwar für eine Uhr, was ich das Video gemacht habe, aber das gehört genauso auch für die Edge-Geräte. Also wenn ihr dann habt ihr noch die Möglichkeit, hier oben die ganze Sache zu drucken, also falls ihr Papier wollt. Oder ihr könnt euch das Ganze als GPX oder TCX exportieren. Machen. Ihr könnt die ganze Strecke nochmal duplizieren, wenn ihr das wollt, um das dann nochmal zu bearbeiten. Also ihr könnt dann, wie gesagt, eine zweite Strecke machen. Die könnt ihr nochmal modifizieren und dann könnt ihr gucken, welche ihr haben möchtet. Ja, mein Fazit eigentlich zu dem Ganzen ist, ich finde es dafür, also man muss immer das im Hinterkopf bewahren, das wird dafür auch jetzt Geld bezahlt. Natürlich habt ihr ein Premium-Paket mit vielen, vielen Sachen, die dazukommen, aber das ist ein Bestandteil dieses Paketes und da finde ich das doch relativ schwach. Also ich finde es schwach, dass man zwar die Segmente sieht und das finde ich auch wiederum gut, dass man die Segmente sieht, was ich aber wiederum schlecht finde, ist, dass man die Segmente einfach nicht auswählen kann und sagen, okay, dieses Segment möchte ich haben, nimm es mit in Tour auf und ab da plane ich weiter. Nein, ich muss dann wirklich Schritt für Schritt für Schritt dieses Segment abklicken und immer aufpassen, dass ich das auch dann richtig klicke und nicht mich irgendwie verklicke, dass ich vielleicht kurz vom Segment wieder runterfahre und wieder drauf fahre. Es gibt ja oft Strecken, die parallel laufen und dann ist man vom Segment runter. Also da muss man aufpassen. Ja, ich habe jetzt bewusst Mountainbike ausgewählt, weil beim Rennrad, also man sieht auch, dass das Ganze mehr für Rennrad abgestimmt ist, weil man unterscheidet eigentlich nur zwischen Asphalt und Schotter, weil Schotter ist für ein Rennrad eigentlich ja der Tod oder nicht so gut. Bei Mountainbike ist es doch dann eher interessant auch noch, was für Trail gibt es, welche Schwierigkeit haben diese, weil es gibt ja Unterschiede zwischen 0, 1, 2, 3, 4, 5 und das finde ich hier gar nicht. Des Weiteren sind ja auch nicht mal alle Wege eingezeichnet, also wie wir gerade eben gesehen haben, es gab eine blaue Wolke, die runtergegangen ist, also für die meistbefahrene Strecke, aber es ist überhaupt gar kein Waldweg eingezeichnet oder ja, der Detailgrad der Karte ist doch sehr überschaubar. Ich sag mal so, für einen Rennradfahrer würde es eine ganz interessante Sache sein, der braucht eigentlich nicht mehr als diese Informationen und kann dann seine Segmente abfahren. Für einen Mountainbiker, ich weiß nicht, wäre das jetzt nicht meine erste Wahl und es wäre jetzt auch kein Grund für mich, hier jetzt ein Abo abzuschließen, um jetzt diese Routenplanung zu nutzen. Und für einen Trailrunner ist es ja auch ähnlich, der möchte eigentlich auch mal Trails laufen. Hier, wie gesagt, der Detailgrad ist nicht hoch genug. Und für jemanden, der normal joggen geht, ja gut, dann wäre das natürlich auch wieder möglich, das zu nutzen. Es ist jetzt natürlich nicht komplett schlecht, man kann damit schon arbeiten, man hat eine Möglichkeit, was zu tun. Wie gesagt, wenn man Segmente jagt, ist es eine ganz tolle Sache. Aber für mich wäre es jetzt, wie gesagt, kein Grund, hier entsprechend ein Abo abzuschließen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Auch gerne einen Kommentar, ob ihr das Tool nutzt. Das würde mich jetzt tatsächlich auch mal interessieren. Oder ihr sagt, nee, das ist nichts für mich. Oder ihr seid so ein Segmentenjäger und klappert die ganzen Segmente ab. Wenn ihr weiterhin interessante Themen zum Thema Uhren, Tutorials, Tests und auch Softwarelösungen haben möchtet oder sehen möchtet, dann lasst doch auch gerne ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch wiederzusehen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.